Wieder zurück in The Last of Us 2. Moin Moin, hier ist der Angelus. Dina ist auch gerade mal ins Zimmer reingekommen, will auch mal Hallo sagen. Wir machen heute weiter hier. In der Wohnsiedlung sind wir angekommen. Capitol Hill in Seattle. Und wir sind erstmal, ja, von der WLF erstmal wieder weggekommen. Jetzt können wir wieder ein wenig looten. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode 15. Last of Us 2, Folge 15. So, den Runner oben kurz ausgeschaltet. Alle Vorräte. Jetzt laufe ich die Ränder wieder weiter ab. Hier waren ja jetzt keine Gebäude mehr, die weiterhin begehbar waren. Eigentlich nur 3, 4, da war ich drin. Und jetzt hier unten. 1, 2 ist auch nicht zugänglich. Und der Pool. Ja, da war ich ja schon. So, danke an alle, die gestern wieder das Video unterstützt haben mit Daumen nach oben. Mal gucken, Folge 15. In Teil 1 wäre ich jetzt schon halb durch gewesen. Da waren es 30 Videos am Ende. Hoffen wir mal, dass hier der zweite Teil noch viel, viel, viel länger geht und wir hier noch nicht bei der Hälfte angekommen sind. Etwas beschäftigt mich. Ja? Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Tja. Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht sind sie dumm. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Ha. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Mhm. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Hör ihr doch einfach mal zu. Mein Diener bringt hier die richtigen Fakten, die ich auch genauso angesprochen habe. Wir verstehen uns, ey. Ich mag sie. Ich mag Diener. Hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Mhm. Naja. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Klar. Klar, das muss man ja wissen. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Hm. Groß. Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Das Fenster ist auf. Das sieht so aus, als würde man da oben rein können. Das Haus. Von hier komme ich nur nicht hoch. Oder hier. Ich komme ja auch nicht weiter zum Busch hin. Schade. Dass man nicht durchs Fenster kommt. Sieht aus wie eine richtige Wohnung, wo vielleicht noch was drin sein könnte, oder? Na gut, von hier aus nicht. Da sind die Texturen schon nicht mehr so ganz scharf. Okay, dann sind das. Ist nicht. Aber guck mal, Dina, das ist genau das, was ich gesagt habe. Dina. Die denkt drüber nach. Ellie ist immer noch in ihrem Tunnelblick. Will da auch gar nicht zuhören. Von wegen, dann haben sie es halt verkackt. Nee, es ist doch so, wirklich so. Die hätten euch locker ausschalten können. Warum sollen sie uns da euch denn sonst gehen lassen? Ihr habt das gesehen, ihr habt die gesehen. Ihr wisst, wer es war. Und die haben euch trotzdem gehen lassen, weil ihr nicht wichtig wart. Die wollten nichts von euch. Einzige Person, die sie haben wollten, war Joel. Das war doch von vornherein schon echt klar. Und dann auch, wie groß sind die Chancen, dass Joel etwas gemacht haben könnte, wovon du nichts weißt? Sehr groß. Da sagt sie es doch selbst. Ja, der hätte bestimmt früher auch was machen können. Wer weiß. Es ist viel Zeit vergangen. Und sie hat ihn erst kennengelernt, wo die Welt schon voll in Arsch war. 20 Jahre lebte er dann schon in der Apokalypse. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Das hier? Ach, die neuen Regeln von den Wolves. Jetzt stellen die auch gleich welche auf. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militär bergab ging. Um zu zeigen, wer hier... Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der... WLF anzuschließen. Gute Frage.
Tja, um gleich zu zeigen, wer hier der neue Chef im Revier ist. So, Regeln müssen befolgt werden. Allen Anweisungen von WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. FEDRA-Kollaborateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. FEDRA-Kollaborateure werden exekutiert? Das ist aber hart, oder? Ich meine, die FEDRA haben noch hier nur Gangster und Leute, die sich daneben benommen haben, einfach ausgewiesen und rausgeschickt, verbannt. In die Verbannung geschickt. Und die wollen jetzt hier, glaube ich, schon wieder hart durchgreifen und die exekutieren. Naja. Waren schon harte Zeiten. Da oben kann man auch rein, oder? Die Balkontür ist offen. So, mal hier ist eine Tür. Hier nicht. Erstmal unten und dann nach oben gehen. Links ist ja auch noch die Nebengasse gewesen gerade. Ah. Verschlossen. Vielleicht komme ich hier durch. Sind die nicht... So eine Hotels sind doch oft immer verbunden mit so Zwischentüren. Nö, hier scheinbar nicht. Aber vielleicht kann ich von der Gasse aus hier... Ah, guck mal, durchs Fenster. Da. Dann müsste da in dem Raum doch auch eins sein. Pillen, pillen, pillen. Also bisher, ey, macht Dina echt einen gut sympathischen Eindruck. Aber gut, sie hat auch nicht mit dieser Trauer zu kämpfen, ne? Da sitzt der Schock halt nicht so tief. Sie hat ja nicht so viel mit Joel zu tun gehabt. Sie kann da einfach, rational denken. Das ist halt das Wichtige in solchen Situationen. Rational denken. Sich nicht immer nur von den Gefühlen leiten lassen. Bisschen an die Logik denken, ne? Wie Spock. So, was haben wir denn hier? Okay, Rockefeller. So, Norman Stryker ist Rockefeller mit 100 Muskelkraft. Society of Champions. Die Krönung des Schaffens der Immobilien- und Baulöwen Norman Stryker war das Spark-Hauptquartier, sowohl der sichtbare Teil als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er ein geheimes Experiment hineinstolperte, versuchte Lauren Foucault, ihn per Baugrubensprengung loszuwerden. Als es der Society of Champions nicht gelang, Stryker aus dem Schutz zu ziehen, machte Dr. Stem die Steine zu einem Teil von ihm. Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Spark-Hauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und er kennt es besser als jeder andere neutraler Held. Echt? Steinrüstung. Geil. Er ist nicht wie Iron Man, sondern er ist auch Stein. Ja, so wie bei Fantastic Four. Aber das war ja kein Anzug, der war ja ganz aus Stein. Voll, voll, voll. Ah, so viele Sachen hier, ne? Und ich kann nichts mitnehmen. Ich kann aber auch halt nichts mehr bauen. Ich suche zu viel. Ey, guck mal, wie viel. Alles voll. Sogar hier das andere mit Klingen habe ich nicht, weil ich meine Nahkampfwaffe verwässert habe. Aber ansonsten... Ich brauche größere Taschen. Inventarvergrößerung wäre mal cool, um dann noch mehr mitnehmen zu können. So, komm, ich gehe da auch hinten hoch. Damit ich die andere Treppe dann runtergehen kann. Da sind doch bestimmt auch noch ein paar Zimmer. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass es ab und zu so diese stressigen, harten Momente gibt in dem Spiel, wo man echt dann aufpassen muss... kämpfen und so weiter und dann wieder diese ruhigen Szenen wie hier jetzt, wo man die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Ellie und Dina dann wieder mal mehr hat, die Gespräche, wo man auch deren Gedanken hört und so. Gefällt mir bisher sehr gut. Für einige wäre es dann vielleicht wieder ein bisschen zu langsam und die hätten nicht so Lust, das alles abzusuchen und Ressourcen zu sammeln, aber ich finde, das gehört irgendwo dazu. Da war ja nichts oben. Scheiße. Ah, guck mal, die Mülltonne kann man wieder schieben. Ja, da
Dann kann man bestimmt da hoch ins Zimmer rein. Und später dann, wenn wir fertig sind, hier rüber klettern. Das hier ist der Hauptweg. Sieht schon wieder nach Regen aus hier. In Seattle, wie überraschend. So, aber bevor ich da hingehe, weil das, da sieht es mir endgültig aus, da das Gebiet zu verlassen, weil hier glaube ich, nee. Dann gehe ich nochmal in die Gasse hier hinten. Ah, da ist ja nichts mehr. Hier ist ja voll zu. Habe ich eben gar nicht gesehen. Okay. Dann nur noch in den Balkon. Erstmal da hoch, bevor wir das Gebiet verlassen. Was hast du damit vor? Steckt fest. Ach nö. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Von der anderen Seite meinst du? Clever. Geht nicht. Ich kann nur hier dran ziehen. Kannst vielleicht mal mithelfen? Ach, ich muss ihn. Jetzt sehe ich. So, Ellie kennt die Dinger natürlich aus Teil 1. Mülltonnen heißen die. Und was willst du jetzt damit tun? Guck doch zu und lerne. Da. Ich will da hochklettern. Ja, genau. Bin gleich zurück. Ich halte Wache. Okay, pass auf, dass der Mülleimer nicht wegläuft. Ein Bild der Savanne. Hoffentlich ist ja niemand mehr drin. Oh, neue Klingen. Voll, voll, voll. Ein Brief. Okay. Die Briefe finde ich auch immer gut. So, dann kriegt man noch ein paar mehr Geschichten mit, so, weißt du? Okay, Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander aufpassen, aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle in dieser Stadt, die das Sagen haben. Mhm. Wenden. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es fast so wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raul. Das ist eine Bombe, ne? Wenn er zum nächsten Sicherheitsbereich wollte, Salz und etwas Wasser hinzugeben, schmeckt es fast so wie das Original. Wollten sie mit Essen jemanden bestechen? Klingt irgendwie nicht so. Wie soll dich das denn durch den Sicherheitsbereich bringen? Das ist eine komische Nachricht gewesen. Das ist einfach so halb auf der Rückseite halt, ne? Kennst halt nicht das ganze Ding. Ah, Schrauben. Ah, ich brauche unbedingt eine neue Werkbank. Eine Werkbank zum Mitnehmen wäre ja auch geil. Okay. Elternschlafzimmer. Oh, die Schublade hier. Oh, nice. Oh, da ist das was Neues. Sieht man immer in der gelblichen Farbe dann. Eine Bombe. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Mit einer Mausefalle dran? Hm. Sprengfallen. Sehr schön gemacht. Also kann man die irgendwo hinkleben. Das ist ja auch geil. Sprengfalle freigeschaltet, das Rezept. Ich kann sogar gleich noch eine bauen. Braucht keine Klingen. Wird an Ort und Stelle eingesetzt und explodiert, wenn ein Gegner sich nähert. Das ist cool. Die Nagelbomben im ersten konnte man immer nur werfen oder rollen, aber nicht speziell irgendwo platzieren. Das ist ganz cool. Ja, habe ich auch gleich Maximum. 3 von 3, 3 von 3, 3, 3, 3. Alles voll wieder mal. Gib mir ein größeres Inventar. Pack die Bombe weg, Ellie. Kannst du schnell mal einen Finger verlieren. Okay, hat sich gelohnt, hier hochzugehen. Gab eine fette neue Bombe. Ach komm, hier im Zimmer ist nichts.
Schönes Poster. Aber komplett leer im Kinderzimmer. Gut, gehen wir wieder runter. Hat es sich gelohnt? Jo. Ja. Eine gute Ausbeute. Neue Bombe gekriegt. So, wenn ich hier rüberspringe, gibt es kein Zurück mehr wahrscheinlich wieder. Ist das Gebiet hier erstmal abgeschlossen, das mit den Gebäuden, das Loot-Dingens? Wenn hier drüben mal nicht wieder die Kacke raus. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Na? Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Mal sehen. In die Autos muss man halt ab und zu auch mal gucken. Das ist halt ganz anders als im ersten Teil, wo die Autos ja völlig egal waren. Do not block 24 unten. Stunden Access, okay. Der Parkplatz für die Anwohner. Was hast du denn gemacht? Bist du geklettert gerade? Das Tor ist doch voll groß. Oh, oh, oh. Fuck. Fuck. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Meinst du, warum ich angeln gehe? Wo kommen die her? Ja, ich kriege Hunger. Ja, dann red nicht. Sind die da drin in der Halle? Ja. Ich sehe nicht mehr was. Wo zum Teufel ist das Mädchen? Okay, die suchen auf jeden Fall Ellie. Die Scars? Erledigen wir das, dann können wir endlich essen, okay? Garantiert finden Scars oder Infizierte sie vor uns. Gut. Dann nehmen wir eben nur ihre Leiche mit. Okay, die sind da drin. Ist das noch ein anderer Eingang? Und was, von was reden die? Wer sind die Scars? Ist das diese religiöse Truppe, von der wir gelesen haben in einem Dokument? Die haben hier also noch andere Gegner. Toll, jetzt bin ich hier oben. Ach, da vorne steht er. Uah, da sind ja noch zwei. Holy shit. Ich dachte, die wären hier halt hier unten drin. Echt, Dina, ich hoffe... Mach's doch noch lauter. Okay, den hier oben als erstes ausschalten, weil der hat eine gute Übersicht von hier oben. Erhöhte Position und sowas. Den hole ich mir zuerst. Was natürlich auch ganz anders gemacht hast als im ersten Teil. Im ersten Teil tötest du so viele Hunter und Leute, die alle namenlos sind. Und hier erfährst du teilweise, wie die alle heißen. Da ist noch eine Leiter. Na, ich glaube aber nicht, dass man da hochkommt. So. Sind das noch... Da ist einer alleine und zwei, die hier zusammenlaufen. Wenn ich mit denen alleine hier erstmal schnappe... Oh, der guckt hier höher. Kann ich die zwei hier vielleicht mit Dina in Tag-Team ausschalten oder so? Wenn man mit meinen neuen Fähigkeiten sieht, sehe ich sie viel besser jetzt durch die Wände. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ach, der bewegt sich nicht, deswegen höre ich ihn nicht. Der steht da. Ah, guck mal, der geht jetzt da lang. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich muss hier nur irgendwie wieder... Wo ist er denn jetzt? Alter, wie schnell man die einfach so aus den Augen verliert. Müsste der denn nicht einfach hier lang gegangen sein? Wo komme ich denn hier am besten wieder lautlos runter, ey?
Das ist Dina. Da auf das Auto könnte ich rauf. Wo sind die anderen zwei jetzt? Boah, wenn die sich nicht bewegen, ey. Da ist er wieder. Da ist der eine. Aber die anderen beiden. Haben die sich hier unten reingesetzt? Die sind auf jeden Fall sehr ruhig. Oh. Wer ist da? Eine Dame, die hat mich gesehen. Ich gehe mal wieder runter. Vorsichtig. Ach, guck mal, ich kann hier hinten noch rüber. Vielleicht schnappe ich ihn mir von der anderen Seite. Ich hoffe halt, hier in dem Bereich sind nicht noch mehr. So. Da. Ah, guck mal, sie ist jetzt hochgegangen, weil die mich da oben fast gesehen hätte. Laura, ist da was? Oh, fuck. Hier ist gar nichts. Da stehen die einfach reglos rum. Ist sie wieder runtergegangen? Aber auf welcher Seite? Die hängen immer zusammen rum, die beiden. Okay, Laura hieß sie. Die kommt da gleich rechts wieder. Die ist wieder auf ihren Posten gegangen, sozusagen. Da ist sie. Aber wenn ich die ausschalte, die sehen da das doch voll durch dieses Fenster. Oh, oh. Pass auf, Dina. Okay. Oh, guck dir den zweiten an. Ich glaube, ich muss die irgendwie einzeln versuchen wegzulocken oder so. Ein Geräusch machen und dann irgendwo hinlocken, vielleicht eine Idee. Ja. Hier! Bist du auf der einen Seite, kommt sie da lang. Ach, das ist doch... Hier drüben! Weg abschneiden! Verflucht nochmal! Alan! Die kommt im Nahkampf, die hat nur ein Rohr. Hast du die? Lebt der? Nee, der lebt noch. Feigling, sagst du? Hab ich! Kacke, kacke, kacke. Dreht sich leider um. Danke! Top, Dina. Danke fürs Ablenken. Da ist man die ganze Zeit so vorsichtig, nur um dann doch wieder sowas... Glaub nicht. Gut. Nur um dann doch zu eskalieren, ey. Erkennst du einen von denen? Nein. Das fragt sie jedes Mal, ne? Mann, bei jedem. Diese Kruzette ist riesig, oder? Ja. Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wolves? Hoffentlich nicht. Boah, da hinten geht's ja auch noch so weit rein in die Gasse, ey. Jetzt muss ich hier erstmal die ganzen Sachen nochmal angucken, ey. Ah, die waren echt blöd positioniert, ey. Willst du zu den einen... Und die zwei haben ja dieses Gebäude da gar nicht mehr verlassen. Ich hätte irgendwo noch eine Flasche hinlaufen müssen, um die ein bisschen aufzulockern, sozusagen. Dass sie da sich mal wieder anders bewegen. Und da hinten sind noch zwei. Der ganze Bereich hier ist voll von denen. Naja, ist ja auch deren Stadt. Also.
Logisch ist das schon. Okay. Aber es sind doch so große Areale, wo man wieder so viel übersehen kann. Ja, sieht aber gut aus, glaube ich, bisher. So, oben war ich, aber hier ist ja noch der Nebenraum gewesen, wo ich noch nicht drin war. Hier links. Da waren die zuerst drin, ey. Vielleicht hätte ich da einfach früher handeln müssen. Später haben sie sich einfach zu sehr da hinten aufgehalten. Ah, guck mal. Alte Wäsche. Wäscherei. Okay. So, dann habe ich alles. Sind da offene Fenster? Nope. Na, ich habe nur zwei Schuss abgegeben, ne? Das geht noch. Sollte mir um zwei Kugeln keine Gedanken machen. Guck mal, das ist wieder so ein... Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Oh. Finde ich nicht. Oh. Nee, dass Ellie das nicht findet, das kann ich ganz gut verstehen. Die ganzen Halloween-Sachen und die sind sogar, das sind sogar die gleichen wie im ersten Teil in Left Behind, wo sie mit Riley war. Da kommen bei ihr natürlich wieder diese Erinnerung hoch. Oh Mann. Hat sie gleich Doppeltrauer wieder im Hals. Ha, guck mal, habe ich schon wieder eine Kugel wieder aufgeladen. Die Halloween-Sachen aus Teil 1. Allerdings im DLC, das haben viele gar nicht gespielt oder gesehen. Schade eigentlich. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal da hinten hin, in den Bereich. Nur aufpassen, da waren ja auch noch zwei da vorne irgendwo. Hast du mal richtig das Gefühl, dass du wirklich mal in der Stadt bist? Na, hier ist eine Tanke. Weil die Bereiche im Teil 1 waren halt viel, viel kleiner. Du konntest dann halt nicht so viel rumsuchen. Sind da auch noch ein paar Leute? Ich höre was. Das kam aber eher da hinten von rechts. Das waren wahrscheinlich die zwei. So eine große Reichweite habe ich mit dem Lauschmodus ja halt auch nicht. Und wir haben gesehen, wenn die stillstehen, dann höre ich halt, also dann sehe ich nichts. Oh, nice. Ja, hier ist doch bestimmt eine Werkbank in der Werkstatt. Schon wieder alles voll, ey. Können wir meine Waffe doch mal wieder verbessern? Nö. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen neuen Schalldämpfer auf die Waffe bauen. Kann man den einen oder anderen vielleicht aus einer guten Position wegballern. Hier haben wir eine Werkbank. Jawohl. Endlich. So, kann ich noch irgendwas an der Kapazität nehmen? Nee. Schaden, Nachladegeschwindigkeit, Stabilität, Feuerrate. Feuerrate, Stabilität, Rückstoß und Kapazität habe ich beides. Ich überlege mich zu den Käfigen. Ach, jetzt bitte. Mach das nicht, Mann. Doch nicht jetzt. Ich bin doch gerade an der Werkbank. Den Wichsern aufs Maul hauen und man trifft Isaac. Boah, da ist ja noch was. Die anfangen zu heulen. Es ist hart. Alles gut. Okay, also ich lege ein Wort für dich ein. Verdammt, verdammt. Darf ich dir einen Rat geben? Klar. Bring sie zum Reden und dann lass es gut sein. Na, da ist noch einer. Das kommt auf den Sky. Hab ich recht? Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Hinter dir. Ach, wirklich? Huhu.
Schneller, schneller, schneller! Ich brauche unbedingt dieses schnelle Lautlos-Töten, ey. Diese Ninja-Fähigkeit. Das dauert alles viel zu lang, diese Animation. Puh. Oh nee! Hier drin sind Infizierte! Da klickt es. Hey, wenn ich Lärm mache, wenn ich hier vorne eine Flasche hinschmeiße und die Infizierten rauslocke, dann kämpfen die erstmal gegen die, oder? Wäre das nicht geil? Wollen wir das mal versuchen, Leute? Die Infizierten gegen die aufzuhetzen? Ich schmeiß einfach da, hier irgendwo eine Flasche hin, lauf dann weg oder so da hinten hin, versteck mich und lass die gegeneinander kämpfen. Dann spare ich Munition oder auch weniger Stress. Und dann schnapp ich mir am Ende die, die übrig bleiben. Ob es dann Infizierte sind oder die. Lass mich überraschen. Mal gucken, wer gewinnt. Ne? Man muss auch mal die Umgebung für sich nutzen. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten hier in der heutigen Episode. Und in der nächsten Folge geht es dann spannend weiter, hoffe ich dann hier. Dann clearen wir hier die Tankstelle, damit ich auch mal in Ruhe die Werkbank benutzen kann. Also, danke, dass ihr dabei seid und bis zur nächsten Folge. Und danke für die Unterstützung und den Daumen nach oben. Ciao, ciao.